Guten Tag, Herr Dr. Jaksha. Guten Morgen, Herr Kischkewitz. Wir sind heute zu Gast bei Dr. Jaksha. Dr. Jaksha ist Facharzt für Hals-, Nasen-, Ohren- und Gesichtschirurgie. Ist das richtig? Ja. Vielen Dank, Herr Dr. Jaksha, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns eine Videokonferenzlösung vorzustellen. Was heißt das Videokonferenz? Also das heißt direkte Kommunikation, nicht nur per Telefon, Audio, sondern auch Video. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben die Möglichkeit, Inhalte vom Computer, vom Desktop zu teilen. Wir können Texte sehen, wir können Röntgenbilder sehen und die austauschen. Röntgenbilder? Ja. Können Sie uns mal eins zeigen? Ich beginne vielleicht, wie das ganze System funktioniert. Ich habe einen virtuellen Raum und kann in diesen Raum einladen. Ich würde Ihnen hier zeigen, wie ich mit dem Dr. Bernstein Kontakt aufnehme. Hallo, Herr Dr. Bernstein. Guten Morgen miteinander. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, direkt miteinander zu kommunizieren, über die Patienten, über das Prozedere der Behandlung. Und wir haben auch die Möglichkeit, eben Röntgenbilder auszutauschen. Also ich habe hier mal exemplarisch ein Bild vorbereitet. Und dieses Bild können wir dann beide auf dem Bildschirm sehen und Befunde dort besprechen. Befunde, das heißt, die würden darüber sprechen, ob eventuell jetzt hier ein Bruch ist oder keiner. Zum Beispiel, ja. Mhm. Wie oft nutzen Sie denn dieses System? Also wenn es notwendig ist, man braucht es nicht jeden Tag, aber wir verwenden es einmal in der Woche in der Regel im Durchschnitt, zum Beispiel nach Kolloquien, wenn wir mit den Zuweisern, also den Ärzten, die uns die Patienten schicken, das Prozedere besprechen. Wie haben Sie das denn früher gemacht, als es diese Lösung noch nicht gab? Haben Sie sich da auch eine zweite Meinung geholt? Wir haben per Brief kommuniziert ausschließlich oder direkt per Telefon, aber hatten da natürlich nicht die Möglichkeit, zum Beispiel Röntgenbilder direkt live anzuschauen. Dann ist das ja ein echter Gewinn für Sie als Arzt. Ja. Ja, wunderbar. Jetzt sitzen wir hier vor zwei klassischen PC-Bildschirmen. Ich hatte eher so einen Großbildschirm erwartet. Mit welchen Geräten arbeiten Sie denn, wenn Sie die Zweitbefundung sich einholen? Also ich arbeite mit dem Desktop-Gerät, solange ich hier im Büro sitze. Wenn ich unterwegs bin oder zu Hause bin und Hintergrunddienst habe, habe ich die Möglichkeit, mobile Geräte zu verwenden, also zum Beispiel das iPad oder das iPhone. Von da habe ich genau die gleichen Möglichkeiten. Vielleicht noch eine Frage, weil es in Deutschland auch intensiv diskutiert wird, allgemein zum Thema Telemedizin. Wie stehen Sie als Arzt zur Telemedizin? Ich finde, die Telemedizin ist ein Gewinn für uns. Wir können effizienter behandeln, schneller behandeln und Informationen austauschen. Und es erhöht indirekt auch die Sicherheit des Patienten, denn die Informationen, die zur Verfügung stehen, die sind immer wichtig. Und so haben wir die Möglichkeit, eben schnell zu den Informationen zu gelangen und uns auszutauschen. Herr Dr. Jaksha, ich weiß, die Zeit drängt. Deshalb sage ich nochmal vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und wünsche Ihnen auch im Sinne der Patienten viel Erfolg mit dieser Lösung weiter. Dankeschön. Danke. So, wir hatten jetzt zwei spannende Stunden hier im Universitätsspital Basel. Ich sage danke, Herrn Jordan. Okay. Herr Jordan hat das für uns sozusagen ermöglicht. Er ist Mediensprecher der Klinik hier. Herr Jordan, ich sage tschüss, denn ich muss jetzt mit dem Rad nach Überwald zu Tingen, nach Grafenhausen. Überwald zu, da kommen Ihnen wahrscheinlich andere Radfahrer entgegen. Wieso? Das ist die Radtour pro Organspende, die erwarten wir heute Nachmittag hier bei uns. Wir machen einen Zwischenstopp. Wie viel werden das sein? Das sind etwa 30 Fahrradfahrer, die alle organtransplantiert sind. Okay. Ja, dann will ich erst recht Platz machen. Tschüss. Tschüss.